Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du neu bist, hallo, ich bin die Luzi. Und diese Woche nehme ich euch mit hinter die Bühne des Lausitzer Corona Festivals, das ich letzte Woche Samstag moderiert habe. Und ich habe ein bisschen für euch gefilmt, damit ihr mal wieder ein bisschen seht, was ich eigentlich so tue in meinem Leben. Es ist das erste Mal gewesen, dass ich überhaupt irgendetwas moderiert habe, dann war es auch noch live im Internet. Das war für mich sehr aufregend. Ein bisschen was ist schief gegangen, ein bisschen was ist super gelaufen und das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Es ist der Abend davor. Ich habe mir jetzt schon meine Fingernägelchen schön gemacht und bin noch gerade mal durch meine Karteikarten durchgegangen. Ich habe noch nie irgendwas moderiert. Beziehungsweise doch, ich habe meinen Abiball moderiert und bestimmt auch so ein paar andere Sachen, so, aber ganz kurz. Aber nicht so groß, dass ich jetzt irgendwie mal durch ein Programm führen musste, so richtig alleine. Und muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich ein kleines bisschen Angst davor habe. Aber ich bin optimistisch. Ich glaube, das wird süß. Und ich meine, das einzig Gute daran ist, dass es wenigstens erstmal noch nicht vor vollem Publikum ist. Es ist tatsächlich für mich ein bisschen entspannender, weil ich weiß, so, da sind nur die drei Leute, die ich jetzt schon von der Probe kenne und der Kameramann. Und dann wird das hoffentlich ganz entspannt für mich. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Uhr 44, und ich bin noch zu Hause. Um 13 Uhr muss ich im Weltspiegel sein. Oh Gott, hier wird Krach gemacht. Das ist ein typischer Samstag, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt noch ungefähr 2 Stunden. Dann muss ich mich in die Bahn setzen und mich zum Weltspiegel machen, damit ich gegen 13 Uhr oder auch 13.30 Uhr ungefähr da bin. Mein Gott, ich sehe grauenvoll aus. Yeah, it's okay. Make-up macht alles besser. Ist übrigens auch richtig cool, wie ich jetzt hier so für euch auf dem Boden hocke, weil ich meine Kamera nirgends anders in diesem Bad anbringen kann. Aua, aber meine Knie tun jetzt wirklich weh. Ah! Besser wird's nicht. Ich habe euch ja noch gar nicht richtig erklärt, was ich heute überhaupt mache. Ich moderiere heute das einzigartige Cottbuser Corona Festival. Es ist ein Online-Festival hier in Cottbus, das von 2 Filmemachern organisiert wurde. Und da spielen verschiedene Künstler und Künstlerinnen, hauptsächlich Musiker tatsächlich, auch eine Akrobatikgruppe und ein Stand-Up-Comedian, um sich mal wieder zu zeigen. Denn wir haben ja jetzt alle in dieser blöden Zeit darauf gewartet, endlich mal wieder auf die Bühne zu dürfen. Und es war ja jetzt nicht so, als hätte man sich irgendwie vor Engagements nicht retten können. Deswegen ist das mal wieder eine schöne Art und Weise, sich zu zeigen und zu sagen, hey, wir sind noch hier und Kunst und Kultur ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ist natürlich blöd, dass es online ist. Gerade das Wetter ist heute wirklich leider sehr schön. Wir dachten, es wird schlechtes Wetter, was besser gewesen wäre für uns, weil bei gutem Wetter wollen die Leute natürlich auch draußen sein. Aber wir sind mal optimistisch und hoffen, dass so ein paar Leute wenigstens einschalten. Wäre auf jeden Fall ganz nett. Und dann ging es auch schon los und ich habe mich direkt auf den Weg zum Weltspiegel gemacht. Natürlich richtig old fashioned mit der Cottbuser Straßenbahn. Wisst ihr, wann ich das letzte Mal so ein Ticket entlöst habe? Ey, das ist so lange her. Es war ehrlich gesagt richtig schön, mal wieder so in der Bahn zu sitzen. Nur in Cottbus, meine Freunde. Ja, und jetzt nehme ich euch mit hinter die Bühne. Ist das doch okay? Wir haben sich farblich abgestimmt. Schick, schick. Du musst mich nicht irren. Mal gleich winken. Du haust ab und dann geht's mir dreckig. Doch ich fang erst an zu heulen, wenn du weg bist. Dein Name fällt. Du musst mich nicht irren. Ich sag, es ist vorbei. Und dann tut es mir schon leid, immer wieder der gleiche Scheiß. Wenn wir uns doch lieben, sagst du mir weh, weißt du, was du verstehst. Hier im Haus
Haus fühlt sich so ein bisschen an wie im Konservatorium früher. Aus jeder Ecke kommt irgendwelche Musik, alle machen gerade ihren Soundcheck. Und ich habe jetzt gerade draußen schon die Begrüßung aufgenommen und war total aufgeregt, haben rumgestottert. Ich hoffe, es wird nicht allzu peinlich. In meinem Kopf ist es natürlich immer noch ein bisschen schlimmer, als es dann bestimmt auch rüberkommt. Es ist bestimmt voll okay, aber okay, jetzt geht's hier richtig ab mit der Lautstärke. Ich mache mich jetzt wieder nach oben. In ungefähr einer Stunde fängt das ja alles an und dann... Ja, und dann gab es die erste kleine technische Störung, bei der es zu sehr viel Verwirrung kam, denn wir haben viel zu früh mit unserer Moderation angefangen. Menschen vorstellen, die diesen Tag zu dem gemacht haben, was er jetzt ist. Luzi, stopp! Wie? Ich soll nichts sagen? Oh, warte. Falsch gemacht? Nee. Wollen die noch was sagen? Mach weiter. Und das sind... Tja, solche Dinge passieren halt leider einfach, wenn man live ist. Aber wisst ihr was? Daraus lerne ich was fürs nächste Mal. Immer professionell bleiben. Übrigens, das sind Holger und Miriam, die beiden Veranstalter des Festivals. Die haben das jetzt die letzten Tage, Wochen auf die Beine gestellt und es war nicht einfach. Falls ihr noch Lust habt, euch den Livestream anzugucken, die ganzen Künstler zu sehen und auch Miri und Holger kennenzulernen, dann könnt ihr einfach auf YouTube Lausitzer Corona Festival eingeben und dann findet ihr den Livestream auf jeden Fall. Das Festival war jetzt im vollen Gange und ich hatte zwischen den Acts immer ungefähr 30 Minuten Zeit, um nochmal meine Karteikarten zu gucken und mich darauf vorzubereiten, was ich als nächstes sagen muss. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich war die ganze Zeit ziemlich doll aufgeregt. Ich wollte mich nur kurz melden und sagen, wir sind jetzt gleich beim vierten Act und wisst ihr, was richtig toll ist? Mittendrin ist mir jetzt hier so ein Pickel gewachsen. Das ist natürlich total toll, wenn man mal live im Fernsehen ist und nicht auf der Bühne 2000 Kilometer entfernt. Ich freue mich, ich gehe mal wieder ein bisschen Make-up auflegen, dann sieht man es vielleicht nicht so doll. Im Laufe des Nachmittags habe ich dann insgesamt 10 Künstler und Künstlerinnen, unter anderem auch mich selbst, anmoderiert und noch ein bisschen was drumherum erzählt, was mir noch so eingefallen ist, um Zeit zu schinden. Und dann konnte ich immer den Leuten zuhören, wie sie ihr Ding gemacht haben und war live dabei. Und so sah es dann am Ende im Livestream aus. Ja, wer steht jetzt als nächstes auf dem Plan? Ich, ja, ich dachte, ich singe heute auch mal ein bisschen was und labere nicht nur, denn eine ganze Zeit lang hat sich mein Leben fast nur um Gesang gedreht. Große Überraschung, am Ende habe ich dann tatsächlich auch noch 3 Liedchen gesungen. Das war, es ist schon echt lange her gewesen, als dass ich das letzte Mal irgendwie auf einer Bühne was gesungen habe. Deswegen war ich einfach extrem aufgeregt, bin so schon immer aufgeregt, aber das hat echt noch mal alles ein bisschen getoppt. Danach ging es mir aber mega, mega gut, ich war sehr stolz und ich hatte auch tatsächlich sehr viel Spaß. Standen dann auch alle da und haben mir zugehört und es war eigentlich ein sehr, sehr schöner Moment für mich. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free, wish I could be part of that world. Jetzt sind wir am Ende unseres Programms und damit auch am Ende unseres Festivals angekommen. Die Kirchenglocken gehen hier schon ab. Wir lassen den Abend jetzt hier auch ganz in Ruhe ausklingen und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja irgendwann nochmal hier im Kino oder auch einfach auf den Straßen von Cottbus. Da fehlt ein B. Mama hat ein paar neue Schuhe. Oh!
Direkt die Brille runtergefallen. Wow, jetzt bin ich auf einmal so hell. Das passiert aber auch nur selten. Es ist vorbei. Cheers. Das war auf jeden Fall ein sehr langer, aber auch irgendwie echt schöner Tag. Ich fand es vor allem schön, so viele Leute noch mal kennenzulernen. Das hört sich so doof an. Ich kannte viele von den Leuten schon und hab die aber ewig lange nicht gesehen. Und jetzt konnte man mal wieder ein bisschen quatschen und das ist schon ganz nett gewesen. Jetzt bin ich aber auf jeden Fall erstmal ziemlich kaputt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war auch den ganzen Tag ziemlich aufgeregt, immer kurz bevor ich wieder irgendwas moderieren musste, wieder ran musste sozusagen, ist mein Herz dann doch immer wieder so gewesen. Aber ich habe es, glaube ich, ganz gut gemeistert. Ein paar Mal habe ich mich verquatscht. Das passiert mir halt. Das passiert mir ja hier auch ständig, dass ich irgendein Bullshit laber. Ich glaube, ich werde mich jetzt einfach bettfertig machen und ganz gechillt meinen Abend ausklingen lassen. Also Bionaden nach oben und danke fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns ja gleich nochmal im Outro. Wir kennen doch die Luzi. Die macht doch kein Video ohne anständiges Intro und Outro. Also... Entschuldige bitte, wo sind wir denn hier? Ja, ich fand, es war im Großen und Ganzen eine schöne Aktion. Ich habe mal wieder ein paar Leute getroffen und konnte ein bisschen quatschen. Und es hat sich wieder ein bisschen so angefühlt, als würde das normale Leben langsam zurückkommen. Zwar ohne Publikum, aber immerhin. Naja, wir werden sehen, was die nächsten Monate, Wochen, Jahre für uns zu bieten haben. Ich probiere mal optimistisch in die Zukunft reinzugucken. Das fällt mir nämlich tatsächlich sehr, sehr schwer. Ich bin sowieso irgendwie ein sehr eher negativer Mensch. Aber ich muss mich dazu zwingen, positiv zu denken, weil mit einer negativen Einstellung kommt man nicht durchs Leben. Wie dem auch sei, ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und glücklich und wir sehen uns dann nächste Woche Montag zu einem weiteren Video und ab und zu auch am Freitag zu einem Filmfreitag. Ja, ciao!